Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready or Not. Lang ist es her und doch haben wir zurückgefunden, denn wir wollen uns mal ein paar Mod-Maps anschauen. Und wir haben die KI ein bisschen verändert. Ich habe eine Mod runtergeladen, die die KI angeblich realistischer macht. Das heißt, nicht so viel ja, verrückte Aktionen. Und auch ein bisschen mehr Awareness quasi. Die merken sich länger, wo du warst. Die versuchen vielleicht auch aktiv ein bisschen vorzugehen und nicht nur passiv zu sein. Irgendwie so in die Richtung soll die Veränderung sein. Ich bin gespannt. Wir werden jetzt erstmal für die erste Folge nochmal in die For You-Tankstelle reingehen, damit ich überhaupt mal wieder ein bisschen reinkomme. Denn es ist schon, ja, doch relativ lange her, dass ich das Spiel hier gespielt habe. Daher müssen wir erstmal reinkommen. Ich spiele auch wieder mit Sprachsteuerung, insofern ich die noch einigermaßen vernünftig zusammenkriege. Ich habe mir hier links eine kleine Liste aufgemacht, aber versuche ich für den, naja, ich sag mal, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Für die Immersion versuche ich meine Teamkameraden mit Sprache ein wenig zu steuern. Das Ganze findet allerdings auf Englisch statt, weil wenn ich das auf Deutsch machen würde, hat es den Nachteil, dass ich eventuell versehentlich die ganze Zeit irgendwelche Befehle gebe. Suspects have a foothold in this area and they're refusing to cooperate. Entry team, you are cleared to proceed with the mission. Okay. Jungs, wir müssen noch mal ganz kurz nachschauen. Was haben wir hier für eine Mission? Zivilisten retten, den guten Crystal finden und den Marktleiter finden. Wie viele Verdächtige haben wir? 3 Stück. Okay, Zivilisten. 1, 2, 3. Plus eventuell wahrscheinlich noch mehr. Wir haben hier verschiedene Überwachungsaufnahmen. Alles klar, alles klar. Einsatzbesprechungen. Überfliegen wir nochmal ganz grob. Wissen wir Bescheid? Hatten wir alles im Briefing? Also, Jungs. Huch. Entschuldigung. Ah ja. Jungs, 3 Verdächtige. Wir werden jetzt da reingehen. Werden die Verdächtigen, wenn es sein muss, mit Gewalt ausschalten. Wenn wir sie lebend kriegen können, dann nehmen wir sie natürlich auch lebend fest. Ansonsten werden wir sie eliminieren. Es gilt dringend, Zivilisten. Nein, andersrum. Es gilt zwingend, Zivilisten Opfer zu vermeiden. Habt ihr das verstanden, Jungs? Falling behind me. I'm with you. Sehr schön. Gut. Schauen wir doch mal. Wir machen mal unseren Laser an. Genau, wir werden mal ganz langsam und entspannt versuchen, hier diese Mission zu lösen. Da die AI ja so ein bisschen realistisch angelehnt sein soll, oder jetzt noch mehr realistisch angelehnt sein soll, werden wir Watch your fire dementsprechend. around the pumps. Okay, werden wir dementsprechend mal versuchen, hier ganz entspannt langsam vorzugehen und einfach einen Brecher nach dem anderen auszuschalten. Da drin sehe ich nichts. So, was ist hier los? Hands up, do it now! Hier irgendwo jemand? Nee, sieht alles ziemlich clear aus. Okay. Die Frage ist, wollen wir erst einmal außen rum gehen? Wir checken, glaube ich, einmal hier erstmal den Außenbereich. Bevor wir dann reingehen. Get down and keep your hands up. So, Ma'am. Police, get your hands up. Ganz ruhig. Put your hands up. Hands up Das ist doch now. ein Drop to Verdächtiger. your knees. Down on your goddamn knees now! Okay, einen haben wir schon mal down. Down on the ground, move! Noch mehr? Hands up, above your head! Keep your hands up! Element to talk. Suspect down, in need of TEMS. Okay. Get on the ground, now! Medical assistance Sieht clear aus, soweit. LSPD, don't move! Hands up, now! Okay, können wir die Verdächtige erstmal da rausbekommen irgendwie, bitte? Jungs, ihr sichert mich, oder? Kann ich sie anvisieren? Ne, ich kann sie nicht Go anvisieren. team. Die ist leider verdeckt. Schade. Police, down on the ground.
Down on your knees. Ja, wir checken die erstmal einmal rum. Hands on your head. Get down. Hands on your head. Now. Okay, sieht gut aus. Ma'am, geht's denn gut? Ma'am? Move to me. Move to me. Oh, Moment. So, jetzt ist es aktiviert. Move to me. I need you to move. Sehr schön. Sie sind sicher bei uns. Machen Sie sich keine Sorgen. Alles wird gut. Kommen Sie ganz langsam zu uns. Keine Faxen machen. Wir sind auf Ihrer Seite. Ziehen Sie keine Waffe oder ähnliches. Restrain her. So, nehmt sie mal fest. Lass mich mal bitte durch. Ich hab da eben gerade Stimmen gehört. Weiß nicht, ob ihr die Stimmen auch gehört habt. Schauen hier mal durch. Okay. Linkstür offen. Oh Gott. Police, hands up! Cover the area. Jungs, stellt euch mal da auf. Stack up. Stack up. Provide cover. Okay, dann flashbang and move in. Open and flash. Let's fucking go. Was ist mit euch? Die verweigern einfach meine Befehle. Jungs. Load the door and use flashes. Jungs. Ach, der typische Nachlader. Okay. Wir haben nicht so Bock irgendwie. Ich weiß nicht, ob die Tür verbuggt ist. Wir könnten da jetzt alleine reingehen. Oh, nee, Alter, da sind mindestens zwei Leute drin. Wir machen es anders. Wir gehen hier rechts rum und gehen darum rein. Provide support. You got point. Da sind beide auf jeden Fall, glaube ich, in einem Raum jetzt drinnen. Okay, wir nehmen ihn mal fest. Auch wenn er mir ziemlich sicher mit dem Kopfstoff nicht mehr allzu viel macht. Get on the ground now. Okay, wenn die da in dem Flur sind, beide, müsste das Restaurant eigentlich clear sein. Fall in. On you. On me. Got your six. Ach du Scheiße. Stack up. Cover this area. And four. Auf wen ballern die Schweine? Holy shit, Alter. Flashbang and move in. Open it. Toss a flashbang. Sorry. Jungs, ich sehe nix. Hallway, right side. Opening on the left. Hands up, drop to your knee. Get down, I want to see the hands. Fucking glad. Don't move. Suspect down and in need of medical. We got a suspect here and police, drop it. Hands up above your head. Copy. Ganz ruhig hier. Police, get down. Wo ist das Schwein? Let me see those hands. Da ist das. Da ist das Schwein. Police, don't move. Wow, 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 wow. Was ist hier los, verfluchte Scheiße? Talk to entry team. Holy shit. Medical assistance is standing by. Put your hands up. Hands on your head. Move. Da ist noch einer irgendwo. Fall in. On me. Move. Behind you. Alter. Was geht hier ab? Ich bin fucking useless. Ich glaube, das Einzige, was ich bisher geleistet habe, ist daneben zu schießen. Meine ganzen Teamkameraden haben das gecarried. Okay, der ist da drinne. Oh Gott, meine Waffe ist blockiert. Jungs. Enter and clear. Rein da, rein da, rein da. Da ist noch einer. Don't open here, please. Der ist der Tod. Checking the closet. Weiß nicht, ob ich ihn auch erschossen habe. Okay, hat's gegeben. Do it now. Get down on your knees. Hands up. Holy shit. Hands on your head. Do it now. Move on. Was ist hier los? Move in and clear. No problem. Da ist noch einer. Put your
fucking hands up! Down on the ground, now! Get down on your knees! Hands up, runter, du Schweinebacke! Get down and keep your hands up! Jungs, da steht einer direkt hinter dem Regal! Okay, der hat sich ergeben. Nice, 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 nice. Police, get your hands up! Was ist hier los, um Himmels Willen? Nehmt die Schweinebacke da mal fest, den Wichser. Ja, genau, klatsch ihm noch mal eine. Jungs, bei euch alles in Ordnung. Down on your goddamn knees now. Down on the ground, move. Okay. On me. Alle zu mir. Wir versammeln uns wieder. Hands up, above your head. Keep your hands up. Get on the ground now. LSPD, don't move. Ganz ruhig hier. Okay. Das sind aber deutlich mehr als drei Verdächtige, Kollegen. Jungs, ihr blockiert mich. Bitte. Ihr müsst eigentlich clear sein, oder? Okay, ja, ich würde sagen, da gehen wir auf Nummer sicher. Kick that door and toss in a stinger. Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Ich gebe Rückendeckung. Irgendwo ist, glaube ich, noch einer. Einer hat da noch rumgeballert. Oder war das der hier? Down on your knees. Hands on your head. Dann müssten wir wieder im Restaurant sein, ne? Okay. We got a deceased civilian requesting contact. Den haben wir schon mal. Post up and cover the area. Lass mich das Ding mal auftreten hier. Hands on your head, now. Move to me. Move to the sound of my voice. Schön rauskommen da. Und ihr geht da rein. Enter and clear. Ich nehme den. Nehme ihn fest. We've got this under control. Okay, es müssten jetzt aber mal so langsam alle gewesen sein. Ich glaube, wir müssen nur noch die ganzen Zivilisten finden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Jungs. Rein da, rein da, rein da, rein da. Element to talk. Civilian good to go for revenge. Das Mädchen. Sehr schön. Haben wir auch gerettet. Wer fehlt noch? Ich glaube, der Manager fehlt noch, ne? Hands on your head, move! Put your hands up! Ihr kleinen Wichser. Okay, wir nehmen mal die Pistole raus. Kommen wir ein bisschen besser hier rum. So. Get down, I wanna see hands! Hands up, down on your knees! Aha, da war der Manager. Nice, ich glaube, die haben die Reichweite erhöht, mit denen man die ganzen Geschichten hier reporten kann, weil sonst musste man da immer relativ nah dran. Jetzt kann man das schon von echt weit weg machen. Den Kollegen hat es übrigens durchaus gut erwischt, würde ich sagen. Und ich glaube, da ruft auch seine Frau an. Ich nehme an, die wird nicht allzu erfreut sein über die Neuigkeiten, die es hier gibt. Ja, ich würde sagen, haben wir alles geschafft. Wir können nochmal Search and secure the area. Wir können nochmal alles durchsuchen lassen hier. Um sicher zu gehen, dass wir nicht irgendwelche Beweise übersehen haben. Ja, wir bringen sie mal hier raus, während mein Team alles durchsucht. Ah ja, da haben wir nämlich, Punkte verschenkt. Ah ja, okay, jetzt haben wir auch alles, dann geht es nämlich automatisch zu Ende. Sehr schön, 10:23, gar nicht so schlecht an meiner Bestzeit vorbei. Also, ich habe es natürlich nie probiert, das relativ schnell zu lösen, aber ja. Ich glaube, ja, das eine Mal habe ich aus Versehen einen Polizisten angeschossen, als der Typ mir so nahe kommt, dass mein Charaktermodell die Waffe nach oben getan hat und ich nicht mehr auf ihn schießen konnte, was ziemlich blöd war. Und dann bin ich ja, glaube ich, zurückgegangen und habe geschossen wie so ein Wilder und dann stand einmal ganz kurz mein Kollege im Weg. Aber immerhin ein A. Die erste Runde doch ganz okay. Dementsprechend würde ich sagen, wir sind bereit für die ganzen Mod-Maps dann. Das war jetzt hier nur so ein kleines Warm-up. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Tankstellenmission, glaube ich, eine der einfacheren ist. Aber lief doch. Wir wissen noch grob, wie es funktioniert. Officer Barnes, Staff Training.
Bin gespannt. Ja, das war jetzt nur schon mal so eine kleine Warm-up-Runde für euch. Nächste Folge starten wir dann mit der ersten Mod-Map. Und schauen uns das Ganze einfach mal an. Genau. Aktuell haben wir auch bezüglich der AI haben wir die Mod drin, die quasi die AI halt, wie gesagt, ein bisschen realistischer handeln lässt und so weiter. Es gibt aber auch noch von dem gleichen Dude eine Mod, habe ich glaube ich in dem Infovideo schon mal gesagt, die AI, die nicht nur die AI verändert, sondern auch die Menge an Terroristen bzw. Verbrechern und Zivilisten. Das könnte auch ganz interessant sein. Ich war mir nur nicht sicher, ob das für alle Maps zählt oder ob das nur für die überarbeiteten Maps gilt. Weil ich glaube, es gilt nur für Maps, die der Typ manuell quasi neu manuell quasi angepasst hat. Und dementsprechend würde das für die Mod-Maps gar keine Rolle spielen. Ja, und ich war mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu krass ist. Weil wir wollen es ja auch ein bisschen realistisch halten. Wir könnten das vielleicht dann später nochmal als Challenge machen. Weiß ich noch nicht. Genau. Ich war mir nämlich auch nicht sicher, ob die Mod Probleme macht, denn ich hatte so einen Soundbug. Ich hatte plötzlich keinen Charakter-Sound mehr. Also nicht nur von meinem eigenen Charakter, sondern auch der Sound von meinen Teammitgliedern. Sowie der Sound von den ganzen Verbrechern und Terroristen. Der war plötzlich weg. Und irgendeine Mod hat das ausgelöst. Ich war mir aber nicht sicher, welche. Dann hatte ich versucht, die ein oder andere Map zu deinstallieren. Hatte aber nichts gebracht. Es ging trotzdem nicht. Dann habe ich diese AI-Mod auch deinstalliert. Und zusätzlich noch alle anderen Maps. Und dann quasi alles nochmal von vorne neu installiert. Und habe mir dann, als ich mir die vier Maps plus die AI runtergeladen habe, die falsche AI draufgeladen, also ohne die mit den ganzen erhöhten Verbrecheranzahl, Zivilistenanzahl, Gedöns. Genau, und da dachte ich mir, ja gut, aber eigentlich könnten wir es auch erstmal damit probieren. Dann haben wir noch eine Steigerung, vielleicht für später, wenn wir wirklich sagen, okay, wir wollen es noch ein bisschen krasser, wir machen noch mehr Verbrecher etc. pp. Aber wie gesagt, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das bei den Mod-Maps überhaupt eine Rolle spielt. Genau. Und manchmal, auch wenn man deutsche Wörter sagt, erkennt die Spracherkennung irgendwas Englisches und führt dann irgendwelche Befehle aus, so wie gerade. Ich habe nichts gedrückt, er hat einfach mal gedacht, komm, ich ziehe mir eine Granate. Was wäre jetzt noch wichtig zur Info vorab? Genau, eine Sache wäre noch ganz gut, glaube ich, zu wissen. Und zwar habe ich aktuell vier Maps mir runtergeladen. Und wir werden erstmal die vier spielen und dann nach und nach uns noch eine neue runterladen. Nur wie gesagt, ich hatte dieses Problem mit dem Soundbug, sodass ich dann jede Map einzeln runterlade. Gucke, ob der Soundbug wieder auftritt. Dann weiß ich nämlich, an welcher Map es eventuell gelegen hat. Und dann kann ich die einfach wieder deinstallieren. Wenn ich jetzt 10 Stück runterlade, dann habe ich wieder das Problem, dass ich nicht weiß, an welcher Map es liegt. Und dann, ja, und ohne Sound ist mega nervig. Das ist irgendwie weird, wenn keiner was sagt. Das, ja, macht die ganze Immersion kaputt. Naja. Egal, wie dem auch sei. Oha. Warum wackelt er so komisch? Naja. Ja, das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein. Wie gesagt, nur eine kleine Warm-up-Runde. Lasst doch gerne ein Abo da, gerne ein Like, vor allem wenn ihr die kommenden Videos zu Ready or Not nicht verpassen wollt. Ansonsten mache ich auch gerne nochmal aufmerksam auf die Abstimmung im Community-Tab. Schaut da gerne kurz vorbei, wenn ihr ein bisschen den Kanal mitgestalten wollt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in einer der nächsten Folgen mit der ersten Mod-Map. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao.